Überraschung. Der hat sich ganz schön gewundert, als er gerade zurückgeguckt hat. Da haben wir auch schon die erste Geisel wieder von drei. Sieht den nicht, den Typen. Wo ist denn der? Ach so, da. So. Noch einer. Oh, das ist mal wieder schön. Neues Gerät. Oh, geil. Sowas mag ich so. Scharfschütze mit Weitschuss, mit Maschinengewehrfunktion. Nicht immer so ein blödes Einzelschussgerät. Man kann aber auch umstellen, ne? Man kann nicht so nah ran vom Zoom her. Okay, so reicht. Retten wir mal den ersten hier. Das sieht aber jetzt gut aus. Die sind hier alle an einer Station. Die kriegen wir auch relativ gut gerettet, würde ich sagen. Bombe ist entschärft. Hauen Sie ab, schnell. So, da vorne ist schon der nächste. Oder ist das... nicht, dass ich jetzt zu der Mission... Doch, ist richtig, genau. Da müssen wir hin. Ich mach gerade noch mal schnell da die Truhe auf. Schon wieder alle erledigt. Ja. Das klappt doch super. Ich würde gerne, dass es wieder Tag wird. Ist ein bisschen blöd, dass es immer so dunkel ist. So, wieder zwei Stufen besser. Glaube ich jetzt richtig, ja. In 180 Metern ist die nächste Geisel. Ist schon schön. So romantisch im Dunkeln. Die Grillen zirpen, die zirpen grillen. Ne, wie heißt das? Ja, doch, die zirpen grillen. Ne, die grillen. Wenn die zirpen grillen würde, gäbe es vielleicht Steak. Ich sitze auf einer Bombe, die hochgeht, wenn ich mich bewege. Und ich krieg einen Krampf. Ich krieg einen Krampf, das ist auch nicht schlecht. So, und da haben wir schon wieder die nächste Patch Neck. Hauptsache immer eine Stufe besser. Die Bombe ist entschärft. Hauen Sie ab, schnell. Boah, jetzt reicht es aber mit dem Bomben entschärfen, das ist aber echt nervig. So, und der letzte da vorne in 200 Metern. Dann können wir uns um den Named kümmern. Dann haben wir in einer halben Stunde vielleicht sogar den zweiten Gegner erledigt. Vielleicht kriegen wir aus der Strategie auch, aus der Strategieabteilung oder Strategenabteilung auch alle drei gekillt heute im Stream. Mal gucken, was Trey Stone dazu sagt. Ich glaube, der wird nicht begeistert sein. So, und der letzte. Bitte. Ein Russe hat mich bedroht. Er sagte, wenn ich mich bewege, geht die Bombe hoch. Also, dass sie da immer Leute hinsetzen, die eine Glatze haben, ist schon irgendwie blöd, oder? Da hätten sie doch wirklich mal ein paar unterschiedliche Charakter hinsetzen können. Mann, Mann, Mann. Die Bombe ist entschärft. Hauen Sie ab, schnell. So. Du hast meine Erwartungen übertroffen, Nomad. Ich hätte nicht gedacht, dass du das schaffst. Jetzt müssen wir nur noch gegeneinander antreten und herausfinden, wer überlebt. Es ist eine Gefälligkeit. Eine Chance, die mein Vater nie hatte. Du weißt, wo du mich findest. Bringen wir das endlich zu Ende. Bringen wir das endlich zu Ende. Erreichen Sie den aufgegebenen Standort. Da oben. Oh mein Gott. Dann wäre natürlich ein Hubschrauber gar nicht so übel. Nee. Also da hochklettern kann ich nicht. Oder? Gucken wir mal. Da ist der drin. Ich würde sagen, wir nehmen diesen Biwak
Und dann geht's von da aus los. Dann holen wir uns den zweiten Gegner. Aber ist ja schon bescheuert, ne? Dieses, ich warte auf dich, komm, kämpfen. Yay. Ich sehe einen Gegner. Da war was. Einfach reinbratzen hier. War's für ihn? So schnell sterben auch die Bosse. Was machen eigentlich meine Leute alle in der Zeit, wo ich hier 10 Gegner kille? Man nimmt doch den einen Gegner da jetzt, Leute. Ihr seid doch da alle. Das kann doch nicht sein. Ah, die NPCs sind manchmal so übel. So, außer wenn man sie zum Simultanschuss nutzt. So, Aufklärungsdaten. Basilisk, Major Pyotr Bukharov. Okay, neue Daten für Bukharov. Angeblich ein Audio-File. Sie haben also die Formel, ja? Oh, das hat ja super funktioniert. Die Aufzeichnung eines Gesprächs zwischen Stone und Bukharov, in dem letzterer meint, er würde die Gasformel nach Aurora bringen und Stone erwidert, dass Gel-Wissenschaftler sie umsetzen können. Stone meint, dass dieses Bündnis von beiderseitigem Nutzen sein könnte. Zuerst würde Ravensrock Wunderland dabei helfen, die USA zu übernehmen und dann für die Machtübernahme in Russland sorgen. Ja, total verrückt. Hat auch nicht geklappt. Der nächste ist nämlich jetzt tot. Erbe von Raven's Rock ist tot. Der Wunsch, seinen Vater zu rächen, war sein Verhängnis. Jetzt sind die Russen quasi blind. Verstanden. Nomad out. Und Garion in. So. Ja, also ihr habt's gehört. Die haben immer noch Gründe, weiter zu kämpfen. Und deshalb müssen wir uns den dritten vornehmen. Basilisk ist erledigt. Manticore ist erledigt. Und jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn bei der Strategie auch noch Oracle erledigt wird. Danach geht vielleicht schon irgendwie ein Punkt zu Trey Stone auf. Erreichen Einsatzbesprechung. Erreichen Sie das Windy Ridge Biwak bei Nacht. So, da müssen wir jetzt also nachts hin. Scott Mitchell hat den Ghost verraten, dass ein wichtiger VIP möglicherweise die Position der Zielperson Ivan Ivanovov, auch bekannt als Oracle, kennt. Finden und retten Sie den VIP, um Ihr Ziel zu erreichen. Ah, jetzt müssen wir eine Person beschützen. Da gibt es ein neues Fahrzeug. Cool. Neue Maske, neue Weste. Ja, ist auch eine schöne Belohnung. Und wir können mal lesen, wer denn Ivan Ivanov ist. So. Der Mann, der unter dem Pseudonym Ivan Ivanov auftritt, ist Stones Spezialist für Sicherheitsprotokolle. Wir haben kaum Informationen über ihn, aber wahrscheinlich gehört er früher zu Spetsnaz.
Wir gehen davon aus, dass das Foto in den Akten ihn nach seiner Gesichts-OP darstellt, die sein Erscheinungsbild verändert hat. Also gibt es keinerlei Hinweis auf seinen tatsächlichen Hintergrund. Man geht davon aus, dass er über eine Ausbildung im Bereich von strategischer Verteidigungsanwendung verfügt, da er hauptsächlich dazu eingesetzt wird, amerikanisches Protokoll zu umgehen, damit die Drohnen ihr Gas einsetzen können. Okay. Irgendwie habe ich die Mission jetzt nicht markiert gehabt. Moment. So, jetzt haben wir sie. Also, dritter Gegner. Auch wieder sehr weit weg. Da vorne, seht ihr das, ne? Müssen wir 8 Kilometer in die Richtung? Nein. Wir brauchen nur einen Biwak. Scheiße! Feindlicher Heli im Anflug. Und dann sind wir schon ganz nah dran. Wo ist der denn? Auf der Insel? Auf der Insel. Krass. Da waren wir auch noch nicht. Toll, und jetzt sind wir wieder im Kampf. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich kletter einfach mal hier runter, damit wir mal wegkommen von dem Kampf. Sonst wird das noch ewig dauern, bis wir da hinkommen. Und wir haben nur ein halbes Stündchen auf jeden Fall heute im Stream. Bedeutet, wir werden sicherlich auch noch den dritten erledigen. Ich hoffe mal nicht, dass es mehr als eine halbe Stunde dauert, bis wir den killen. Boah, aber dieses Dunkle, das nervt. Ich will endlich wieder Tag haben. Leute, können wir mal aus dem Kampf raus? Warum sind wir die ganze Zeit im Kampf? Es ist kein Mensch hier. Kein Gegner, nichts. Es kann doch nicht wahr sein, dass sie da oben die ganze Zeit uns... Ah, endlich. Mann, das war ja jetzt wieder eine Aktion. So, in diesem Biwak holen wir uns diesen Hubschrauber, aktivieren die aktuelle Zeit, also eine helle Zeit, eine Tageszeit. Und dann suchen wir uns den dritten Gegner, Oracle. Aber erstmal müssen wir einen VIP beschützen. Naja, VIP beschützen ist immer ein bisschen nervig. Muss man mit denen noch irgendwo hinfliegen und die irgendwo immer schauen, dass sie nicht sterben und so. Naja, kriegen wir hin. Ist halt immer irgendwie das Gleiche, ne? Wir sind ja jetzt schon im zweiten DLC hier vom Spiel, also Episode 3. Episode 1 war ja die Hauptmission. Und immer wieder gibt es diese Missionen, wo man einen beschützen muss, wo man Geiseln befreien muss. So richtig Abwechslung sehe ich hier nicht. So, jetzt machen wir aber mal Tag, jetzt reicht's mir hier. Und dann sind noch alle Geiseln mit einer Glatze unterwegs. Da merkt man schon so richtig, haben die sich hier keine Lust mehr genommen für Episode 3. Die Entwickler. Okay. Also. Erstmal haben wir die Werkstatt. Wir haben jetzt einen Hubschrauber, dann gehen wir hier raus und dann machen wir 8.52 Uhr. Dann müsste es wieder hell werden. Jo, schon viel, viel, viel besser. So gefällt mir das Ganze schon. Und der Hubschrauber steht 15 Kilometer weit weg. Wo ist denn der jetzt? Alter Schwede. Wollen die mich flachsen? Müssen wir jetzt erstmal hier eine Bergtour machen, um an unseren Hubschrauber zu kommen? Das sind wir auch schon. Erreichen Sie das Windy Biwak bei Nacht? Ich muss halt sagen, das Biwak habe ich noch nicht freigeschaltet. Oh, ich sitze am falschen Platz. Hau ruhig ab. Ich finde dich. Ihr könntet doch einfach einsteigen, aber auch nicht abhauen. So, los geht's. Da auf der Insel war ich noch nicht. Das ist so jetzt Premiere. Ihr seht es auch an den Schatten auf dem Kompass unten, auf der Minimap. Jetzt kommen wir in ein neues Gebiet hinein. Yay. Jetzt habe ich gerade extra auf Tag umgestellt, damit es schön hell ist, damit man schön was erkennt. Und dann ist die nächste Mission wieder um 20 Uhr abends. Super. Sind wir wieder im Dunkeln unterwegs.
Ich glaub's nicht. Okay. Neues Biwak. Wichtig. Da können wir demnächst auch mal hier hinreisen. So. Meine Landungsart ist noch immer die coolste. Ups. Ich glaube, der ist kaputt. So, jetzt müssen wir auf nach 20 Uhr einstellen das Ganze. Kriegen wieder einen neuen Hubschrauber dadurch. Also von daher nicht ganz so schlimm. So. Und Hubschrauber nach 20 Uhr. 20.07 Uhr ist doch dann ein super Zeitpunkt. So, es war schön hell. Es wird blöd dunkel. Was jetzt? Bin ich am richtigen Biwak? Ich glaube schon, ne? Erreichen Sie das Biwak bei Nacht. Um sicherzustellen, dass Oracle anwesend ist, müssen Sie das Biwak zwischen 20 Uhr und 2 Uhr erreichen. Aha. Ja, da gucken wir uns den nochmal an. Vielleicht hat der Informationen, die wir brauchen. Zu langsam, Junge. Dich hab ich. Na toll. Erzähl mir mehr darüber. Sag mir alles, was du weißt. Der hat falsche Informationen für uns. Die brauchen wir nicht. Dem nehmen wir nun mal schon seine Waffe weg. Okay, auch gut. Aber was ist jetzt hier mit der Mission? Wir sind um 20 Uhr unterwegs. Wir sind beim Biwak. Und jetzt? Ich raff nix. Müssen wir noch mal eine Stunde vorbeigehen lassen, wie es aussieht. 20.07 Uhr war wohl zu knapp. Wenn er nachts sagt, meint er wohl dunkel. Nehmen wir 23.53 Uhr. Das ist jetzt wirklich ganz spät. So, komm jetzt bitte. Mach mal weiter jetzt. Ghost Actual, Nomad, over. Actual auf Empfang. Ich bin bereit für Oracle. Was haben Sie? Nachrichtendienstexperte. Wechselt öfter die Identität als ich die Windeln meiner Mutter. Vermutlich Ex-Spetsnaz. Also kennt er die Infrastruktur. Seine Top-Priorität ist die Umgehung der US-Sicherheitsbestimmungen. Aufenthaltsort unbekannt, aber Gillian McCormack, früher ein hohes Tier bei Homeland Security, das auf Aurora im Ruhestand ist, hat die Paniktaste gedrückt. Jetzt ist der Alarm aus, also hat er vielleicht Probleme. Er wäre ein ideales Ziel für Oracle. Finden Sie heraus, ob er irgendetwas weiß. Alles klar. Nomad out. Okay. Der wechselt öfter als die Windeln der Mutter. Ja. Die Windel der Mutter musste ich auch die letzten Jahre ziemlich oft wechseln. Nein. Musste ich nicht, weil bevor es so weit kam, war sie dann doch im Pflegeheim. Aber es ist schon so, es kann passieren, dass man das irgendwann tun muss. Wenn er die aber so selten wechselt, wie er gerade gesagt hat, dann sehe ich eher schwarz für die Mutter. Als für denjenigen, den wir jetzt suchen. So, gucken wir mal. Nee, mit der Waffe kann man ja gar nichts anfangen. Wie bei Predator. So hat im Film Predator der alles gesehen. Und damit
hat die Predator-Funktion geholfen. So, jetzt liegt er hier verwundet irgendwo im Busch rum. Wie crazy ist das denn jetzt? Sie sind nicht von Sentinel. Wie heißen Sie? Sie sind eine Spezialeinheit, oder? Gott sei Dank. Ich bin Gideon McCormick. Ich habe für... Ich weiß, wer Sie sind. Ich werde Sie hier rausbringen. Bereit? Ja, bitte. Bloß weg hier. Wie sieht's aus? Gegnergesicht. Mein Bein. Nach dem Ruhestand kam ich hierher. Ich wollte Skells Utopia selbst sehen. Als Sentinel kam, tauchte ich unter. Ich wusste, dass ich interessant für die wäre. Ich habe gearbeitet. Und dann kamen diese Russen. Die haben mich unter Druck gesetzt. Sicherheitsprotokolle, VIP-Fluchtwege, Passwörter. Die wollten alles wissen. Und ich habe aufgegeben, verdammt. Ich habe ihnen von den Homeland Security-Protokollen erzählt. Dann ist es zu spät. Nein, nein, nein. Ich habe viel für mich behalten. Genug, hoffe ich. Ihr Anführer ist ein skrupelloses Arschloch. Aber nicht alle seine Leute sind so engagiert. Ich floh in Richtung Fluss und habe mir dabei eine Kugel eingefangen. Die hatten mich fast, als sie kamen. Sie werden angegriffen! Also hier ist mir zu blöd. Wie viele Gegner sind denn jetzt hier auf einmal? Und wie schlecht ist denn diese Pistole bitte? Da muss man ja 17 Mal mit treffen, bevor einer stirbt. Was für ein ätzender Nebel, was für eine ätzende Dunkelmission. Ich habe es eben schon gesagt, ich habe extra auf Tag umgestellt. Jetzt haben wir sogar Nebel im Dunkeln. Also können die das Spiel nicht noch schlechter machen? Warum machen die so ein Spiel auf 20, warum machen die diese Mission auf 20 Uhr abends? Warum kann ich die nicht einfach im Hellen durch die Gegend tragen? Warum muss es sein, dass man Nebel hat, nichts sieht und dass es dunkel ist? Also dass man überhaupt gar nichts von der Grafik sieht. Ich verstehe das nicht, also so ätzend. Ja, vielleicht wollten sie ja, dass ich mich vorsichtig fortbewege und selber nicht gesehen werde. Aber da haben sie den falschen Spieler bei mir. Ich will immer einfach schnell und per Action irgendwo hin. So. Er hat jetzt auch nichts mehr zu erzählen. Entweder ist er jetzt tot. Oh ja. Der hört sich tot an. Der sagt nichts mehr, ist ziemlich verblutet. Na, vielleicht wird er wiederbelebt in der Hütte. Vielleicht ist er nur ohnmächtig. Hoffen wir mal, dass er nur ohnmächtig ist. Aber der sieht ziemlich tot aus, wie der auf meinem Rücken rumliegt, so blutig. Na, probieren wir es mal. Ruhen Sie sich aus. Hier ist es sicher. Danke. Machen Sie sich keine Sorgen um mich. Sie haben genug getan. Dieser alte Hund hat noch Biss. Ich suche einen dieser Russen. Vermutlich der Kommandant, der sie verhört hat. Eine Idee? Ich habe nicht viel gesehen, aber als ich ins Wasser sprang, war es salzig. Obwohl es definitiv ein Fluss war. Okay. Es hat furchtbar gestunken und war höllisch laut dort, wo sie mich gefangen hielten. Vielleicht eine Fabrik? Dachte ich auch. Sicher würden sie dort was finden, das sie zu ihm führt. Gut. Das muss reichen. Ruhen Sie sich aus. Super, jetzt haben wir ein bisschen Information bekommen. Die sagt mir gerade nichts. So.
So. Jetzt haben wir da vorne irgendwas Grünes. Das machen wir jetzt einfach mal nebenbei, weil es gerade hier so schön in der Nähe ist. Ich glaube echt nicht, dass wir uns Sorgen machen müssen. Jeder Soldat ist mit den Protesten beschäftigt. Wir sind sicher. Antenne lokalisiert, Ex-Island. Die Antenne überbrücken. Was sollen wir dann damit machen? Aber wir machen das jetzt einfach mal, weil es gerade hier bei mir ist. Aber was das ist, verstehe ich jetzt auch nicht. So viele Sachen. Man findet immer wieder neue Waffen und so. Ja, wie überbrücke ich jetzt die Antenne? Leute. Vielleicht kaputt schießen? Scheiße! Munition aufsammeln? Mehr kann man hier nicht machen. Ich weiß es nicht. Interagieren. Ja, mit der Luft oder was? Das ist ja so crazy. Ach so, hier. Da haben wir einen kleinen Bildschirm. Ja, den muss man aber auch erstmal sehen im Dunkeln. Okay, Einsatzziel vor Sentinel verteidigen. Na gut, dann ballern wir jetzt mal ein bisschen rum. Ich treffe nichts. Ich würde gerne den Fahrer treffen, ne? Okay, hat gereicht. Das nenne ich mal Punkt verteidigt. So, jetzt probieren wir das gleiche nochmal mit dem nächsten Hubschrauber. Feuerwerk, sehr schön. Noch 20 Sekunden. Dann haben wir das Gebiet auch verteidigt. Dann können wir uns wieder um Oracle kümmern. Die kommen immer gleich blöd geflogen. Ey. Jetzt werden sie gleich wieder schneller. Ja, genau. Und Einsatz abgeschlossen. Sehr gut. 1000 Credits. Und das war's. Haha. Der nächste Hubschrauber ist Geschichte. Und jetzt den Kommandanten von Check Island könnten die Position des Büros kennen. Es liegt einer Siedlung voll über Gerüche. Wenn sie die falsche Siedlung alarmieren, steigt Oracles Alarmstufe. Okay. Ja. Ich würde ja sagen, bei der Mülldeponie, ne? Also wir haben ja gerade eben eine Mülldeponie gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, als ich bei dem Biwak war. War gegenüber eine Mülldeponie. Und das ist üble Gerüche. Deshalb, ja. Probieren wir es mal. Ich fahre gerade also wieder zu dem Biwak. Da ist ja auch mein Hubschrauber. So, zack. Und da gegenüber ist die Mülldeponie. So. Also, ich hoffe, ich habe mitgedacht. Oder ich habe richtig gedacht. Natürlich.
Vielleicht ist auch hier irgendwo eine Chemiefabrik oder sowas. Kann ja auch sein. Oder eine Parfümerie.